Wieso denken immer alle, dass dieser Test, dass man ihn bescheißen kann? Ich verstehe es nicht. Okay, wir machen weiter mit meinem nächsten Gast. Hier ist Alexander. Hi, du hast auch Zweifel an der Vaterschaft bei deinem Sohn Luca und Adrian. Genau. Lass mich mal kurz schauen. Der Kleine ist jetzt wie alt? Er wird 5 Monate am 16. 5 Monate? Oh, süß. Und wie fühlt es sich an? Gut, eigentlich. Wenn ich halt Gewissheit hätte, dass ich der Vater wirklich bin. Ja, das ist nämlich das Problem. Also würdest du sagen, durch diese Vaterschaftszweifel bist du so ein bisschen emotional zurückgenommen? Ja, das macht mich halt psychisch kaputt. Okay, also das ist für dich eine hohe Belastung, ja? Ja. Erzähl mal, was ist denn passiert? Warum zweifelst du überhaupt? Es gab halt Gerüchte, dass ich nicht der Vater bin, sondern jemand anders. Mhm. Und meine Mutter setzt mich halt auch unter Druck und sagt, ich soll einen Vaterschaftstest machen. Okay. Wie kommt die denn darauf, dass sie, das heißt Sarah, ne, deine Freundin, dass sie Sarah so anzweifelt und dass sie ihr unterstellt, sie hätte dich betrogen? Weil sie halt damals oft gelogen hat. Okay. Wie ist denn Sarahs Mutter so drauf? Mal so, mal so. Wie ist denn das Verhältnis zwischen dir und Sarah? Läuft es gut? Streitet ihr viel? Also wenn sie keine Scheiße baut, sie hat mich ja erst betrogen. Sie hat dich betrogen? Ja. Woher weißt du das? Weil ich das mitbekommen habe. Was ist da passiert? Also sie hat von ihrem Schwiegerpapa, der Sohn war da, und mit dem hatte sie anscheinend ein Verhältnis. Okay. Und ich bin halt auch dahinter gekommen. Der Schwiegerpapa, der Sohn. Das müsste dann ja... Nee, der Stiefvater. Der Schwiegervater müsste ja dann dein Vater sein. Ja, nein, der Stiefvater. Der Stiefvater, genau, müsste dann ja ihr Stiefbruder sein. Hoppla. Ich weiß ja nicht, ob das der leibliche Sohn von ihm ist. Auf jeden Fall ist sie mit ihm im Verhältnis. Okay, also um es mal so ein bisschen aufzuarbeiten. Da ist eine Familie zusammengekommen zwischen diesem Jungen und ihr besteht aber keinerlei Blutsverbindung. Genau. Okay, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt gerade. Himmel, Herrje, okay. Na gut, und du glaubst, da ist was gelaufen? Ja. Weißt aber nicht, wie viel? Nein. Was würdest du tun, wenn sie dich betrogen hätte? Das weiß ich jetzt auch nicht. Was würdest du tun, wenn der Kleine nicht dein Sohn wäre? Dann würde eine Welt für mich zusammenbrechen. Okay, verstehe. Alexander, ich würde sagen, ich hole Sarah dazu. Gut, hier ist sie. Hier ist Sarah! Also Sarah, da gibt es ja so ein paar Überlegungen. Ne? Also fangen wir mal an mit Alexanders Mutter. Die hält dich nicht für besonders treu. Was sagst denn du dazu? Also sie denkt jedes Mal, dass ich irgendwie... Also ich habe sehr viel damals gelogen. Das gebe ich auch zu. Aber ich habe mich dann auch mittlerweile dann geändert. Ja. Ich habe mich dann auch positiv verändert. Würdest du sagen, du bist ein bisschen ehrlicher geworden, genau, und hast begriffen, was wichtig ist, ja? Genau, und dazu bin ich auch zum Alexander dann ehrlicher geworden. Aber er hat mich auch jedes Mal dann provoziert. Er ist jedes Mal auf das Neue eingegangen. Und dann hat der, also der Alutz, das ist der Mami ihr Freund, also meine Mami ihr Freund, ja, der ist dann, da ist der Lutz, das ist nicht sein richtiger Sohn, sondern das ist... ein gut, also das ist so sein, wie sein, so sein Ziehsohn, kann man genau sowas sagen? Aber es ist halt nicht sein richtiger Sohn. Und es ist auch eben nicht dein Stiefvater, sondern es ist einfach nur der Lebensgefährte deiner, genau, Mutter. Okay, das neutralisiert das total, ja? Genau. Okay. Was ist denn mit dem gewesen? Also da hat der Alexander immer gesagt, ja, geh doch mit ihm und mach was mit ihm, ja, geh auf ihn ein. Also er hat immer wieder provoziert, ja, mach was mit ihm. Bis du es gemacht hast? Ja, bis ich es gemacht habe. Was denn? Und dann habe ich ihn halt geküsst und mehr auch nicht. Da ist nicht mehr gelaufen. Okay, nur ein Kuss? Nichts. Ja, nur ein Kuss und mehr nicht. Und würdest du sagen, das war das einzige Vergehen in der Zeit, seitdem ihr zusammen seid? Ja, ich war treu gewesen bis auf das erste Mal und bis auf das letzte Mal. Sonst war ich treu gewesen, ich war in der Schwangerschaft treu gewesen. Also für dich ist Quatsch, dass er die Vaterschaft anzweifelt, ja? Genau. Aber es belastet euch schon als Paar. Ja. Deine Mutter, wie geht die denn damit um? Sie geht auch, weil es voll viele Behauptungen gibt. Sie denkt halt, oh ja, das ist sein Sohn. Ja, mach den Vaterschaftstest, mach ihn. Also die ist auch unsicher? Ja, die ist auch unsicher. Fühlt sich das doof für dich an, dass sie alle misstrauen? Ja, verstehe ich auch. Auch komisch. Ich will Claudia mal ins Gespräch mit reinnehmen. Das ist deine Mama, die ist uns per Telefon zugeschaltet. Claudia, kannst du uns hören? Ja. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. Ich hoffe, das geht jetzt mit der Akustik, Claudia. Wie fandst du denn die Beziehung zwischen Alex und Sarah? Hat dir das gefallen? Okay,
meine, unter Beziehung verstehe ich was ganz anderes, aber sei mal dahingestellt. Also ich sehe halt nur, dass sich mein Sohn total verändert, seit er mit diesem Mädchen Kontakt hat. Er gibt alles auf, beruflich Führerschein, kriegt nichts mehr auf die Reihe. Er ist total geblendet, entfernt sich von uns und sie tut ihm einfach nicht gut. Ich möchte nichts gegen das Mädchen sagen, aber sie kommt einfach aus einer anderen Welt. Das ist ein ganz anderes Umfeld und ja. Okay, also du hast das Gefühl, sie zieht ihn runter, kann man das so sagen? Ich möchte nicht unbedingt sagen, dass das die ist, das ist einfach das ganze Umfeld. Ich meine, das Mädchen kann nichts dafür, wo sie herkommt. Man muss jedem Menschen Chance geben, aber sie tut meinem Sohn einfach nicht gut. Was sagst du denn dazu, dass die beiden jetzt ein Baby haben? Das Kind tut mir von Herzen leid, das muss ich wirklich sagen. Und ich möchte nur so viel sagen, wenn das Kind wirklich von meinem Sohn ist, werden wir jederzeit dazu stehen, weil es ist ein ganz armes Würmchen und das Kind kann nichts dafür. Und ich meine, da muss man dann die Karten einfach neu mischen. Es waren sehr viele Intrigen und Lügen in der Vergangenheit. Also ich kenne solche Geschichten, was ich also im letzten Jahr erlebt habe, kenne ich eigentlich nur aus schlechten TV-Filmen, beziehungsweise das schalte ich vorher ab. Okay, verstehe. Also das heißt aber, wenn rauskäme, dass wirklich der kleine Mann von Alexander und Sarah ist, dann würdest du dir schon die Mühe machen, alles nochmal auf Null zu stellen, hast du gesagt, ja? In jedem Fall. Okay, finde ich einen ganz guten Ansatz. Ich möchte gerne auch Simone dazu holen. Das ist ja Sarahs Mutter und auch die ist erstaunlicherweise mit ihrer eigenen Tochter sehr kritisch. Also herzlich willkommen, Simone. Was hältst denn du von deiner eigenen Tochter? Würdest du ihr zutrauen, dass sie dem Alexander ein Kuckuckskind unterjubelt? Nein. Nee, aber so Nein. ganz astrein, sagst du ja auch, ist deine Tochter nicht immer gewesen. Nein. Warum? Weil es gab ja doch halt vieles. Was heißt, es gab vieles? In ihr Leben halt. Ja, sie sagt selber, sie hätte früher viel geflunkert, hätte sich aber total verändert. Genau. Empfindest du auch so? Ja. Traust du deiner Tochter zu, dass sie fremdgehen würde? Probieren wird sie's. Oh. Also, es gibt da halt mehrere Jungs oder einige Jungs. Es gibt da mehrere Jungs jetzt gerade ja. auch? Ja, jetzt nicht mehr. Würdest du sagen, dass sie jetzt Alexander gegenüber treu ist? Ja. Okay, na gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Folgendes, wir gucken den Test an, weil schlussendlich bringt ja nur der wirklich auch Klarheit. Alexander, du sagst, für dich bricht eine Welt zusammen, wenn irgendwas Negatives dabei rauskommt. Ich drücke dir von Herzen die Daumen, okay? Aber ich kann nichts beeinflussen. Das ist auch nicht, würde ich nicht wollen und das ist auch nicht meine Aufgabe. Ne? Also, toi, 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 hier ist er. Hier ist Marc! Gut. Bist du nervös? Ja. Wie geht's dir? Wollt ihr euch zusammenstellen, die beiden? Darf ich dich was fragen? Wenn du hörst, dass deine eigene Mutter dir durchaus zutraut, dass du mit mehreren Jungs anbändelst, wie findest du das? Nicht okay. Macht dich schon traurig, ne? Also du hast keinen guten Ruf. Du scheinst viel verbockt zu haben in der Vergangenheit. Und ich sehe auch, wie angespannt du bist. Aber du hast was ganz Wichtiges gesagt. Du hast es verstanden und du hast es verändert. Und jeder Mensch kann sich ändern. Ja, auf jeden Fall. Und damit hast du einen wichtigen Schritt gemacht. Diese Analyse des uns übersandten genetischen Materials und die wissenschaftliche Auswertung hat ergeben, dass die Wahrscheinlichkeit einer Vaterschaft den Berechnungen zufolge bei 99,99% liegt es als Risiko. Oh oh. Alles okay mit dir? Fällt's ab jetzt? Darf ich mal was fragen? Warum gehst du nicht rüber zu deiner Tochter? Weil sie baut halt viel Mist. Ja. Aber ich glaube, ich stand viele Tage oder viele Wochen bei ihr zur Seite. Wo sie auch in dem Mutter-Kind-Heim gewesen waren. Ja. Stand ich immer zu ihrer Seite. Okay. Ich habe mein Möglichstes getan.
Aber ich glaube, jetzt wäre doch ein normaler Impuls in so einer Situation, die eigene Tochter in den Arm zu schließen. Oder geht das nicht? Ach Mensch, Kleene, also irgendwie sehe ich, du bist emotional ganz schön durch den Kakao gezogen gerade. Ne? Aber ich glaube, du wirst das packen. Und wenn du für die Zukunft deine eigenen Worte auch berücksichtigst, Mensch, ich habe es begriffen und ich höre auf mit diesen Lügereien und so weiter, dann wird sich das auch alles zum Guten wenden. Und eins ist klar, deine Mutter wird es nicht unbedingt freuen, aber sie hat ganz klar gesagt, Alex, wenn das dein Kind ist und damit ihr Enkelkind, dann stellt sie alles auf Null. Und dann könnt ihr auch neu starten, auch Sag als... Grüß deine Mami von mir, sag ihr alles Liebe, sie ist Oma geworden gerade eben nochmal. Okay, und ich wünsche euch alles Gute. Danke euch. Danke.